Okay, dann lass uns mal da rein gehen. Ah, doch. This is like a scene in a horror film. Durchaus. Oh ja. Oder im Zombie-Film. Zombie-Film würde auch passen. Ich erinnere mich da an so eine Schulszene. Naja, mehrere. An ein Schulkapitel. Haben wir hier den gar nichts? Duct Tape, Duct Tape! Ja! Ach, hier darfst du nicht drin laufen. Nehmen. The tape is mine. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Max, sie... Zigaretten? Victoria's cigarettes? I'm sure Mr. Jefferson is impressed. Ja, Mr. Jefferson ist ja im Moment mehr als impressed. Wettbewerbsfotos. Okay. Even when you were sad, you tried to see the good in the world. Oh ja. Shit. Ein Feuerwehrmann und ein Kind. Victoria, that is pretty fucking sweet. How can I hate somebody that shoots like that? Bin ich die Einzige, die da gerade nichts dran sieht? Kann mir mal jemand erklären, was das darstellen soll? Vielleicht ist es zu spät für mich jetzt gerade. Ich nehme recht spät auf. Aber ich verstehe es gerade nicht. Daniel's a better illustrator than photographer, said Max, the art critic. Ist das ein Arzt? Aber ich mag das Bild. Ich mag die Perspektive. Ich finde die cool. Sonst hier ist noch ein Foto. Foto? Foto. I feel gross even looking at Nathan's work. Oh. But he does have some style. Also irgendwie ist Nathan ja ganz, ganz creepy. Also mit so ganz alles stimmen kann ja nicht mit dem. Obwohl, das Bild ist cool. Also das Bild ist sehr cool, aber so langsam macht er mir ein bisschen Sorgen. Ist der irgendwie so ein bisschen... Der kommt mir so ein bisschen sehr labil vor, muss ich sagen. Das hatten wir. You never escape. You can never escape the lighthouse. Da habe ich doch tatsächlich... Ich hoffe, jetzt weiß gar nicht, ob hier jetzt direkt eine... Nee. Da habe ich tatsächlich die Tage bei Tumblr sehr schöne Bilder gesehen mit Vergleichen. Warte. Gucken. So glad you still have your locker, Kate. Oh ja. Mit Vergleichen zwischen Life is Strange und Bioshock Infinite. Fand ich sehr cool mit There's always a lighthouse, always a man, always a city. Vor allem mit dem Lighthouse und war schon cool. Mit dem Nasenbluten und ein Fenster in eine andere Welt. Müsst ihr mal bei Tumblr gucken. Da gibt es so coole Bilder. Richtig, richtig cool. Aber Tumblr ist für coole Bilder eh immer der richtige Anlaufpunkt. Warum können wir eigentlich nicht mehr laufen? Ist sie zu schwer beladen? Wie in Skyrim? Bombe! Ich bin voll die Bombe. Take it easy on the door, Chloe. Let's try this instead. Boom! Literally. Yes! Time to blow shit up! If you'll light the candle. This is so cool! Oh. Get ready to haul ass. Nicht gut. Da gibt's auch sicher eine Alarmanlage oder sowas. Oh, Gott sei Dank. So fucking cool. Alles gut. Oh, we oh nein. Here comes the whole Arcadia Bay Fire and Police Department. So what should we do? Wie jetzt? Bathroom? Was? Wo ist die Tür? Okay, was muss ich denn machen? Kann ich irgendwie... Oh, okay. Warte mal, wenn ich hier drin bin, bleibt die Tür... Bleibe ich dann hier drin? Ich glaube, ich bleibe hier drin, ne? Jetzt dürfte doch der... Ja, ich habe die Sachen auch wieder. Ja, cool.
Können wir uns hier irgendwas angucken vorher? Irgendwas interesting? Der kann seine Pflanzen am Leben erhalten. Nur ich nicht. This ancient door is no match for Max the Magician. No. Bullshit, fucking door. Welcome to my domain. You are magic. I have no clue how the hell you got in there, but you did it, sister. The company I keep. Now, let's find what we want and beat it. My powers only go so far. Man, I can see why the principal locks this room up. Fancy faux art crap. He must want everybody to know he has money, but no taste. How can you trust somebody who has a fucking bronze bird in his office? I'm glad I was expelled. Yes, if only the principal had a Monet or Picasso, you'd still be at Blackwell. Eat me. I'm gonna pilfer the papers on this ugly ass desk. Oh, dann sollten wir ein bisschen steht hier. Sure. It's ugly, but damn, is it a cozy chair. Steht hier irgendwie. This is your chance to truly get all deductive and shit, Sherlock. Find us some clues about Rachel, or Kate, or Nathan. Anybody. I'm on the case. Okay, dann schnüffeln wir mal ein bisschen hier herum. Machen wir mal das Licht an. Warren? Ah. Hast das Schloss gesprengt, Anna Bomber? Oh bitte, ich wollte nur wissen, ob du dich mit Sprengstoff auskennst und dein Wahnsinns-Artwork sehen. Ja, das war Knaller. This pretty much sums up Kate. Shy and sweet. And in the wrong place. Oh, das ist einiges. Notendurchschnitt 3,9 A-. Kate Marsh repräsentiert das allerbeste eines Studenten der Blackwell Academy. Ihr Notenschnitt sticht beständig hervor, ebenso wie ihre optimistische Einstellung und ruhige Arbeitsweise. Ihre außerschulischen Aktivitäten mit dem Essen auf Rädern Programm wurde von den Kibay 7 News geehrt und ihre vielseitige religiöse Studiengruppe ist ein willkommener Zuwachs in der weitreichenden Palette von studiengeführten spirituellen Programmen an der Blackwell. Sie hat außerdem eine der besten Anwesenheitsbilanzen in der Geschichte der Universität. Direktor Wells, in meiner Position als Krankenschwester der Schule sollte ich Sie darüber informieren, dass Kate Marsh kürzlich ein emotionales oder physisches Trauma erlitten zu haben scheint. Ich habe kurz mit ihr gesprochen und sie war aufgebracht, aber vage und hat sich geweigert, weiter mit mir zu reden. Ich denke, es ist wichtig, dass wir ein Auge auf sie haben und sicherstellen, dass sie nicht von den anderen Klassenkameraden genötigt wird, wie ich vermute. Was? Mit freundlichen Grüßen, Anne-Marie Baranchi. Nachtrag. Gegenwärtig findet eine Security-Untersuchung statt bezüglich eines kontroversen Videos, das angeblich Kate Marsh auf einer Vortex-Club-Party zeigt und ohne ihr Wissen ins Internet gestellt wurde. Oder mit angeblicher Eigenwilligung zusammen mit ihrer Behauptung, während der Party ins Krankenhaus gebracht worden zu sein. Anbei die Akten mit den vollständigen Details. Oha. Only two more files to go. Das Pfeil ist weg. Hat sie es mit... Ach, sie hat es mitgenommen. Okay. Ich war gerade ein bisschen irritiert. Suchen. I certainly can't use this. Aber es sind Bücher. Bücher sind immer gut. Schade, ich dachte, wir können im Schrank gucken. Wowzer. This will so not come in handy. Warte mal, warte mal. Hier ist das so ein wo haben wir Fische und wo haben wir das? Ich übersehe alles. Das ist doch der Vogel, oder nicht? Bronzener Falke. You're not so tacky up close. Aber der hat nichts um den Hals. Brief? That is so cool that my signature actually counted. Go, Miss Grant. Sehr geehrte Miss Grant,
Als Direktor der Blackwell Academy ist es meine erfreuliche, freudige und glückliche Pflicht, Ihnen mitzuteilen, dass Ihre Petition zum Verhindern der Installation eines neuen Überwachungssystems genügend Unterschriften gesammelt hat, um es an der Schule zu ermöglichen, das Vorhaben abzuweisen. Es ist nicht meine Strategie, in derartigen Angelegenheiten Stellung zu beziehen, da wir die Fakultät und die Schülerschaft dazu ermutigen wollen, an den Vorgängen an ihrer Schule selbst teilzuhaben. Allerdings ist mir die kontroverse Natur dieser Kameras nicht entgangen und ich habe Ihre Bedenken bezüglich möglicher Eingriffe in die Privatsphäre geteilt. Vielen Dank für Ihre Passion und dafür, die Blackwell-Studenten zu inspirieren, ihren Stimmen Gehör zu verschaffen. Ich hoffe, das Ergebnis Ihrer Petition wird Sie in Ihren Überzeugungen stärken. Beste Grüße, Direktor Wells. Schreibt er seine Briefe immer handschriftlich? Schreibt man sowas nicht normalerweise am Computer? Und streiche nicht raus. Was ist das denn für ein Direktor? Oder ist das inoffiziell? Hat der das nur für sich so? Ist das eine Vorschrift? Was ist denn im Müll? Ich will im Müll wühlen. Was haben wir hier? Look at this pile. Da ist noch eine Akte. Tumbleweeds. Nix. Okay. Studentenakten? Weird. This asshole has a spotless record. Na super. Nathan Joshua Prescott, 3,7 A-. Nathan Prescott setzt das historische Erbe seiner Familie an der Blackwell Academy fort mit einer herausragenden akademischen Akte und einer Vielzahl außergewöhnlicher Aktivitäten inklusive der Mitarbeit am Obdachlosen von Arcadia Bay. Ja, genau. Nathan ist beliebt bei Studenten und Lehrern. Er steht für eine stolze Repräsentation der Blackwell. Ja. Like I'm not gonna read my own personal file. Klar doch. 2,8 C+. Max, wie sie lieber genannt wird, ist als stille und aufmerksame Studentin zu beschreiben, mit einem großen Potenzial im Bereich der Fotografie. Ihr Notenschnitt schwankt und sie hat eingeräumt, dass sie sich mehr anstrengen sollte. Ihre Lehrer fördern ihr scheues Wissen, obgleich es einige Klagen gibt, dass sie zu ängstlich und neugierig ist. Einige Lehrer wünschen sich, dass Max sich mehr am Unterricht beteiligt und selbstbewusster wird. Andere denken, sie sollten einen Gang herunterschalten, aber das ist eher ein typischer Wink an die Studenten als eine konkrete Empfehlung. Nachtrag. Ungeachtet einiger Konfrontationen mit der Blackwell Security hat Max das Allerbeste der Blackwell Academy repräsentiert, als sie heute ihre Mitschülerin Kate Marsh davon abhielt, vom Dach des Wohnhauses zu springen. Wohnheims. Derzeit finden eine fortlaufende polizeiliche Ermittlung und eine Untersuchung seitens der Fakultät statt, aber Max Heldmut ist unbestritten. Was haben wir denn noch? This file is going to be so spotless, I'll projectile vomit. Ja. Victoria Mary Beth Chase. 3,9 A-. Die haben ja alle die gleiche Note, habe ich das Gefühl, außer unsere liebe Max. Victoria Chase ist der Maßstab für die Blackwell Academy. Eine Studentin mit einem beständig hohen Notendurchschnitt und außerschulischen Aktivitäten, die ihre Karriereziele in der Fotografie widerspiegeln. Sorry. Victoria erhält hervorragende Noten von der Fakultät für ihre Hingabe für den Vortex Club und anderen Organisationen, die sich dem Geist und der Geschichte der Blackwell verschrieben haben. Alter. Ja? I have to make sure Warren doesn't have a criminal background. Na klar, man muss immer sicher gehen, ne? Warren Graham, 4,0 A. Warren wird als Musterschüler angesehen, der eine lange Tradition herausragender Leistungen im Bereich der Wissenschaften an der Blackwell repräsentiert. Er hat das Glück oder das Pech, gegenüber der Fakultät nicht auf den Mund gefallen zu sein. Einige haben ihn bezichtigt, wissenschaftliche Streiche zu spielen, aber dies wurde von seiner Wissenschaftslehrerin Miss Grant nicht bestätigt. Wir hoffen, Warren fokussiert seine akademische Weitsicht und setzt seinen Weg in Richtung einer glänzenden Zukunft fort.